Leute, herzlich willkommen zu uns Wissen Part 16. Ja, 16, unglaublich. Und diesmal werde ich nicht mit meiner Maske rumspielen, so wie letztes Mal, dies, das, da und dann so und so. Nein, natürlich nicht. Und heute will ich über den neuen Film reden. Was heißt hier neu? Naja. Ja, eher neu. Keine Ahnung. Ich habe kein Blau, wann da rausgekommen ist. Aber ich würde schon sagen, das ist neu. Und zwar die Tribute von Panem, Teil 2. Oder wie er eigentlich heißt, die Tribute von Panem, Catching Fire. Kann ich nachlesen? Die Tribute von Panem, Catching Fire. Genau. Also, ich kann jetzt nicht wirklich sagen, was der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Teil war, da ich den ersten Teil nie gesehen habe und mir den zweiten Teil gestern angesehen habe mit einem Kumpel. Und er meinte, dass der zweite Teil um Längen besser ist. Und es waren genau 3 Stellen, wo es mich wirklich erschreckt hat. Einfach, ich sag's einfach nichts. Wenn ihr den Film nicht gesehen habt oder so, dann... Ich möchte euch nichts spoilern oder so, nein, aber falls ihr es wissen möchtet, könnt ihr es unten in die Kommentare reinschreiben. Ich kann es euch ja beim nächsten Video dann sagen, welche Stellen das waren. Und ja, also ich möchte hier nichts spoilern oder so, falls ihr den Film nicht gesehen habt. Ja, deshalb sage ich lieber mal nichts. Wenn ihr die Tribute von Panem nicht kennt, ja, kurze Beschreibung. Wie soll ich sagen? Ich kann jetzt nur vom zweiten Teil beschreiben, was ich mir jetzt da gemerkt habe und wie ich diesen Film beschreiben würde. Ich würde ihn beschreiben als eher Fantasiefilm. Also wenn der erste Teil genauso ist da spielt wie der zweite, dann würde ich sagen, das ist ein Fantasie, in der Fantasie halt. So zum Beispiel Final Fantasy, aber nicht so arg wie Final Fantasy, sondern eher auch mehr so Gegenwart und so und auch ein bisschen Fantasiefilm und so. Also ich finde es keine passenden Worte dafür, aber ich hoffe, ihr versteht es. Weil wenn nicht, dann wäre das jetzt ein bisschen blöd. Und ja, es ist jetzt länger kein Video von mir gekommen, da YouTube bei mir gespinnt hat, zuerst auf mein Handy. Ich habe zwar auf YouTube reinkommen, aber ich habe mir keine Videos mehr ansehen können. Und hier habe ich halt keine Videos mehr hochladen können, was total cool war. Und ja, Applaus YouTube. Dank deinen vielen, Updates. Ja genau, das war's, habe ich gesucht. Dank deinen vielen Updates habe ich eine Zeit lang keine Videos mehr hochladen können. Danke YouTube. Juhu! Ja, und über den Film, generell über den Film, er war ganz cool, nur ab und zu, finde ich, war es ein bisschen laut und deshalb, wenn ich ihm jetzt eine Schulnote geben würde, dann wäre das eine 2, eine gute 2. Der Film war an sich sehr, sehr gut, nur durch das Laute ist er mir ein bisschen zu laut gewesen und deshalb nur eine gute 2. Es hat nicht gereicht für einen 1er. Generell von der Story her war er ziemlich gut, bis auf ein paar Stellen. Aber ja, eine gute 2. Ihr könnt mal schreiben, welche Schulnote ihr dem Film geben würdet, wenn ihr ihn schon gesehen habt. Das ist natürlich kein Problem. Ihr könnt mir auch Themen hineinschreiben. Ich muss mir nicht immer selber was raussuchen. Damit bin ich auch nicht zu voll. Ich habe die Tribute von Panem jetzt nur genommen, weil ich ihn gestern gesehen habe. Und ihr könnt selber auch Themen in die Kommentare schreiben. Nicht, dass es so ist, dass ihr überhaupt keine Kommentare schreiben dürft oder so. Ihr dürft natürlich alles Mögliche in die Kommentare schreiben, bis auf diese Kettenkommentar da mit Bob is building an army. Diese bitte nicht, weil die finde ich nerven. Es ist zwar gut, dass ihr euch gegen Google Plus aufregt, weil es sich eh nichts bringt, aber bitte nicht solche Kommentare. Und falls es doch, naja, dann hat es halt einmal getan, aber ich möchte es eigentlich nicht. Ja, also das würde ich sagen, war es das für den Part. Ich nehme hier gleich noch einen Part auf, weil es länger kein Video gekommen ist. Und ja, also bitte reichlich Themen in die Kommentare schreiben. Und ja. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.